Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phantasy Star. Ich habe eine lange Pause eingelegt gehabt, leider Gottes, so 4-5 Tage, 6 Tage, dass kein Video mehr gekommen ist. Es lag auch mit daran, dass ich familienintern einen Geburtstag hatte und am Wochenende selber Geburtstag hatte. Dementsprechend kam ich leider nicht mehr zum Aufnehmen. Es hat sich einiges getan, was ihr gleich sehen werdet. Dementsprechend werde ich das Let's Play auch ein bisschen anders angehen jetzt, im Nachhinein. Und zwar sieht das wie folgt jetzt aus. Wie man jetzt gerade liest, Red Slime ist tot. Ihr holt 33 Erfahrungspunkte. Das heißt so viel wie, ich habe eine deutsche Übersetzung gefunden zu Phantasy Star und kann die mit meinem aktuellen Save Game weiterspielen. Ich hoffe mal, dass es keine Probleme mit der Übersetzung gibt, sprich, dass die abstürzt oder sonst was. Und ja, diesen Vorteil werde ich ausnutzen und werde mich mal aufgrund auch von einigen Feedback darauf konzentrieren, dass ich auch mal ein paar mit den Einwohnern spreche und so weiter und so fort, weil kritisiert wurde, oder was heißt kritisiert, aber es wurde mich darauf angesprochen, dass die Story halt nicht so ganz klar ist. Da ich halt auch nicht mit den Bewohnern und sowas groß gesprochen habe und mich immer an die Komplettlösung gehalten habe. Und wie gesagt, ich werde versuchen, dass ich das jetzt mal ein bisschen anders angehe. Ich hoffe, das kommt positiv an. Das wird sich ja zeigen. Da hoffe ich mal, kriege ich Feedback drauf. Und dann schauen wir mal weiter. Hat in Anführungsstrichen den Nachteil, dass sich das Let's Play natürlich bestimmt um einige Parts dann ein bisschen hinauszögern wird, wenn ich jetzt mich halt auch ein bisschen auf die Bewohner konzentriere. Aber wie gesagt, es hat auch wiederum den Vorteil, dass der Story mal ein bisschen mehr gefolgt werden kann. Wir waren jetzt auf dem Weg zu der Stadt da in der Mitte, die da von den Steinen umgeben war. Ich wollte eigentlich nur mal eben hin, um zu gucken. Oder was heißt um zu gucken? Um dort mal mich um neue Ausrüstung zu kümmern, weil ich mal stark davon ausgehe, dass es da neue Ausrüstung geben wird. Und dass ich mich dort ein bisschen besser ausrüsten kann halt. So, dann geht's nach oben. Da geht's auch nach oben, aber nein, den Weg gehe ich noch nicht. Ich habe nämlich die Befürchtung oder immer so ein bisschen Bedenken, dass ich hier irgendwas verpassen könnte. An Gegenständen oder Geld oder was auch immer. Dementsprechend gehe ich den Weg hier mal lang. In der Hoffnung, dass er mich nicht zu weit in diesen Dungeon reintreibt. Falls das der Fall sein sollte, werde ich entweder gleich umdrehen oder mich doch hier nochmal ein bisschen durchkloppen, aber eigentlich hatte ich, wie gesagt, nur vor, eben in die Stadt zu gehen und mich ein bisschen auszurüsten. Und vielleicht gibt es da auch nochmal den ein oder anderen Hinweis, was man vielleicht nochmal besorgen könnte oder kriegen könnte oder so. Zack, zack. Gegner hier sind kein Problem, wie man sieht. Aber sind die auch schon länger nicht mehr. Weil soweit bin ich jetzt bei Weitem nicht mehr schlecht ausgerüstet. Das ist eigentlich ganz gut. Eine Schatztruhe, was gibt's hier drin? 100 Mesetas, das ist nicht viel. So, ich laufe rückwärts. Dann kann ich nämlich flüchten. Laufe trotzdem in die richtige Richtung. So, gehen wir mal hier gucken. Oh. Ein langer Gang. Noch ein langer Gang. Und noch ein langer Gang. Aber mit einer Schatztruhe. Nochmal 100 Mesetas. Mensch, ich wollte doch nur flüchten. Ein bisschen Zeit sparen. Probieren wir es nochmal. Ne, die wollen uns nicht gehen lassen.
dann benutzen wir bei. Dann haben wir das Problem auch gelöst für mich. Eigentlich hätte ich auch kämpfen können, jetzt wo Odin eh angreift, aber was soll's. Mensch, lass mich doch in Ruhe. Aber läuft ja. Ich bin der Meinung, in diesem Dorf, wo wir gleich hinkommen, da erhalten wir einen Hinweis. Und zwar gibt es in diesem Spiel 3 Fahrzeuge. Und zwar einmal ein Landgefährt, mit dem man halt über Land ein bisschen schneller vorankommt und wo man zum Beispiel hier auf dem Planeten diese Endlines, diese Felder, wo diese Spinnen halt sind, die kann man einfach dann überfahren, in Anführungsstrichen, ohne dass ein Gegner auftaucht. Dann gibt es ein Hovercraft, mit dem man über Wasser... Oh! Eieieiei. Jetzt kriege ich ein bisschen Muffe. Oh nee. Alice greift an. Miau greift nicht an. Miau benutzt mal Wall. Das ist ein Defensivzauber. Und Noah benutzt mal eben einen Burger. So, dann greift Alice nochmal an. Miau benutzt den Cure-Zauber auf sich selber und Odin benutzt auch einen Burger. So, irgendwie hat der Wall-Zauber jetzt nicht gewirkt. Aber was soll's? Dann gehen wir halt auf Angriff. So stark scheint er jetzt auch nicht zu sein. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendeiner, also ich glaube fast jeder Drache, der spezifisch in einem Dungeon in einer Ecke eingebaut ist, lässt, glaube ich, was Gutes fallen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich mich geirrt habe. 88 Erfahrungspunkte. Das ist schön. Schön. Was auch immer das da ist. Ich behalte das erstmal im Inventar. Ich glaube, das war kein Item, das konnte man... Das brauchte man aber, glaube ich, im Laufe der Geschichte noch. Vielleicht erfahren wir auch gleich in dem Dorf irgendwo besser rüber. So. Ich hoffe, ich finde den Weg jetzt noch zurück. Wir müssen, glaube ich, da an die T-Kreuzung, an diese große Kreuzung kommen. Dann gehen wir geradeaus, weil nach rechts würden wir dahin laufen, wo wir hergekommen sind, glaube ich. Oder nach links? Ne, nach rechts, gut. Hier haben wir noch eine T-Kreuzung. War ich hier nicht eben schon mal? Ja, hier war ich auch schon. Okay, dann gehen wir jetzt nach links und dann gehen wir ins Dorf. Wie gesagt, vielleicht können uns die Dorfbewohner ja sagen, was das für ein komisches... was es für ein komischer Gegenstand ist. Ich kann das gerade nicht zuordnen. Und sonst muss ich nochmal in einen der anderen Dörfer nachgucken und die Leute anschnacken. Ja. Hier war nichts. Run. Nein, wir wollen es nicht gehen lassen. Ja, genau, die wichtigen Leute sind jetzt... Oh Gott. Jetzt wird's knackig. Ich meine, es sind ja im Grunde genommen nur noch 2 Runden. Das ist das Positive. Außer Odin wird jetzt auch noch... Nee, das scheint ganz gut laufen. Ja. Dann sind die Scorpios auch weg. Und wir begeben uns weiter auf den Weg.
bin ganz ehrlich, ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher, wo ich bin. Ah, ich bin doch richtig gut. Ich hatte gerade schon die Befürchtung, dass ich mich verlaufen habe. So. Dann gehen wir hier hoch. Gehen dort hoch. Und können hoffentlich gleich dort auch gleich schnell hoch. Und dann sind wir nämlich schon in der Stadt oder im Dorf. So. Tarantula ist auch weg. Und ich glaube, da um die Ecke ist dann auch die Tür, dass wir nach oben kommen an die Oberfläche. Das erste, was ich dann gleich tun werde, ist mich erstmal heilen. Ich meine, noch geht's, aber ich habe auch schon wieder einiges an Lebenspunkten verloren. Oh, hier geht's wieder runter. Das finde ich nicht gut. Dann habe ich ja doch einen größeren Dungeon hier vor mir, als ich dachte. Da geht's auch nochmal runter. Und ich hatte mich schon darauf gefreut, dass ich gleich in der Stadt bin. So. Ich wette, gleich gibt es wieder 5000 Kreuzungen und ich verirre mich. Nee, da geht's erstmal nochmal bestimmt nach unten. Nee, es geht nach oben. Und nochmal nach oben. Und wenn es irgendwann gleich da vorne auch nochmal hochgeht. Ja, ja, sehr schön. Ich freue mich. So, erstmal gehen wir uns heilen. Ja, du kannst uns helfen. Heil uns. 106 Mesetas. Geldmacherei hier. So, 16 Mesetas. Ja, 300 Meter ist ungefähr, bin ich schon wieder losgeworden, nur fürs Heilen. So, dann haben wir dort Häuser. Gehen wir mal in die Häuser rein. Habt ihr von einem Fahrzeug namens Hovercraft gehört? Nein, habe ich nicht. Es hilft einem viel. Reist mal über Wasser. Das habe ich mir schon gedacht. Es gibt Legenden von einem mystischen Schild in einem Dorf im Nebel. Perseus soll einst mit ihm magische Bestien besiegt haben. Traut in der Tiefe der Verliese nicht euren eigenen Augen. Oh ja, das habe ich auch schon gemerkt, denn es liegt Giftgas über dem See im Westen. Ohne Schutz kommt niemand durch. Ach, stimmt. Dort gab's nämlich, glaube ich, den Hovercraft. Man brauchte aber das Gasschild. Da gibt's den Endrover zu kaufen. Das heißt für mich schon mal so viel wie, ich muss Geld farmen. Lampe, Transfer. Das brauche ich nicht, gut. Dann schnacken wir doch mal mit den Bewohnerinnen hier. Wilde Drachen leben hier in der Höhle. Und ich habe Angst. Ach Mensch. Deine ist schon Geschichte. Den gibt's nicht mehr. Diese Stadt hier ist Kaspar. Oder Kapser? Kaspar? Kapser? Kaspar. War doch richtig. Merkwürdig. Ich würde sagen, ich gehe Geld warm. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke und bis dann.